So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Resident Evil The Dark Side Chronicles. Ja, jetzt machen wir weiter und ich glaube, ihr wisst schon, was hier uns gleich erwarten wird. Wir nehmen natürlich wieder mal Leon. Ja, die Waffen sollen so sein, wie die sind. Here we go. The fight against bio-warfare all started in a zombie-infested ghost town. It was September 1998, my first and only day as a police officer. Get down! Not bad. I never thought any of this stuff my brother taught me would work. Stars? A special force issue, huh? It's my brother's. That's why I'm here. To find him. I'm Claire Redfield. Hey. Leon Kennedy. Genau, wir sind jetzt hier zurück zu Resident Evil 2 gekommen. So, what exactly is going on around here? No clue. Just got here myself. Well then, guess I shouldn't rely on you to show me about. Damn it, I can't get a signal on this thing either. Hey, let's go over to the police station. We should be able to find out something there. Right. It could blow up at any minute. Let's go. Alles klar. Dann machen wir uns dahin auf. Und ich kann mir schon denken, dass viele gleich schreiben werden, das machst du nur, weil jetzt gerade Resident Evil 2 rausgekommen ist. Leute, das Resident Evil 2 Remake interessiert mich überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Das Original finde ich viel besser als das Remake. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Remake scheiße ist. Er sieht grafisch wirklich gut aus. Und Gameplay auch. Aber ganz ehrlich, was die Remakes angeht, ich bin selber für die Remakes nicht geschafft. Und vor allem, wenn ich jetzt diese Intro-Sequenz mit der Intro-Sequenz von Resident Evil 2 vergleiche, muss ich ehrlich sagen, diese sieht ein bisschen besser aus als das vom Remake. Weil beim Remake habe ich den Leon überhaupt nicht so groß erkannt. Wie gesagt, ich will nichts Falsches gegen den Remake sagen. Sieht gut aus, aber ich persönlich halte nicht an das Original. Also tut mir leid, was jemand von mir gleich das Remake erwartet. Also sorry. Vielleicht werde ich das in der Zukunft irgendwann mal Let's Play, wer weiß. Aber ich wollte das euch jetzt nur klarstellen, dass hier jetzt, was jemand gleich schreibt, das macht nur, weil Resident Evil 2 Remake rausgekommen ist. Nein. Wie gesagt, ich habe das nicht versprochen, dass ich das mache. Nach Resident Evil 4 und 5. What? It's coming from inside. Ja, kein Scheiß. Die gute Kendo. Hey, are you all right? Shit. I can't believe this. Neues Emblem. Schön. Die Umbrella-Logos müssen wir auf jeden Fall aufsammeln. Ich werde es natürlich auch nicht schaffen, alle aufzusammeln, weil die meisten sind so gut versteckt, dass man da nicht mal es schafft, die zu holen. Hey, I'm a rookie. Don't ask me. Aber man kann es versuchen. What is that? Do you smell that? Oh God, it reeks. Ja, sorry, ich war das. We'd better be careful. Bereit?
genommen. Okay, schieß doch auch mal. Men in the gun shop. It looked like they were. No way. I'm not gonna let that happen to me. We're not the only ones left alive, are we? No, of course not. Can't give up. There's gotta be someone left alive. Yeah, you're right. Where'd that come from? Here too? Verdammt mal. Hier. Nice. Gotta find shelter. Watch your step. Ja, ich habe das gehört und ich höre auch hier ran. Das ist okay. Ist auch egal. Messer hält da gegen mich so los. There's a street. Careful. They could attack us at any minute. This is like a horror. Ich gehe aber auch noch mal sicher. But you don't have to do this many stunts in a horror movie. All right. If we can get through here, the police station is close. It's so quiet. Yeah, but this place is ruined too. Maybe they all evacuated. Vielleicht. Wer weiß. Raccoon City Police Station is only 2 miles away. Better get moving. Leon, look! Was ich übrigens auch nicht verstehe, warum bei der Intro-Sequenz von Resident Evil 2 Remake Leon nicht die RPD-Jacke anhat. Weil beim Original hatte er die schon. Aber beim Intro hatte er dann die normale Zivil-Jacke. Das ist ein bisschen... komisch. This is taking forever. There's too many of them. They won't let us through. I hate this. Man muss damit leben, Player. Man muss damit leben. Wir sind damit. Nice. Schon besser. I think we should get out of here. And quick. Damn it. The barricade's already broken. There it is. That's the Raccoon City Police Department. Are you sure? Yeah. I'm sure. Er ist doch ein Cop. Watch it. It'll catch fire. What? Oh shit. Nicht schlecht, Claire. Claire, behind you. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass bei Dark Side Chronicles die Kamera ein bisschen zu sehr wackelt. Das finde ich ein bisschen übertrieben, was Capcom hier gemacht hat. So was ähnliches gab es auch bei Umbrella Chronicles. Nach unten. Vielleicht treffen wir dort auf Brad, den man im Original töten kann und von ihm bekommt man dann diesen geilen Schlüssel, womit man, ach du Scheiße, womit man den geilen Kostüm dann freischalten kann.
Ich weiß nicht, ob es bei Resident Evil 2 Remix sowas auch gibt, dass man dort diesen Brads treffen kann. Sehr schön, ein weiteres Logo. So, what do you think of your new job so far? Looks like the only life I'll have to save is my own. Ich habe übrigens auch gehört, dass Capcom gerade an einem Remake von Resident Evil 3 arbeitet. Also, wie gesagt, die können das gerne machen, aber ich halte mich an das Original. Remakes, bei Remakes bin ich sehr misstrauisch. Es gibt eine Hauptregel. Remakes werden es nie schaffen, das Original zu überwinden. Merkt euch das. Verrückter Fakt übrigens, bei Resident Evil 2, wenn man zu der Polizeistation kommt, dann gibt es bei diesem Tor eine geheime Kamera, die man da ja, machen kann. Die man dann übrigens bei Resident Evil 3 auch sogar benutzt hat. Komm schon, ich will diese Laterne da erschießen. Vielleicht gibt es ja dieses Logo oder so. Nee. Okay. Hat mich zu viel gefreut. The police station is secure. Let's take a break. Because it looks like it's gonna be a long night. Du sagst das. Perfekt. Das haben wir auch abgeschlossen. Rang A. Ja, ich muss bei den Getöteten gehen. Ein bisschen warten. Ich glaube, ich habe einen Buffer verpasst. Raccoon City, 9. September. Evakuierungsbefehl. B. Begegnung. Kann ich was upgraden? Wir lassen das mal. Wir machen jetzt mal direkt weiter. Ja. There's a guy on the ground. Hey, you okay? Who the hell are you? Don't shoot, we're human. Oh, the rookie. Like your welcome party? Nice surprise, huh? Who are you? Marvin Brano. I'm the guy who's supposed to be your boss. You need a doctor. No, don't worry about me. You gotta go help the others. But... Just go. Now. All right. But we'll be back. Ach ja, diese Musik, wenn man in die Polizeistation von Raccoon City reingeht. Ah, das ist so richtig gutes Gefühl der Nostalgie. Hello? Anyone there? Aber ich hoffe, Marvin kommt da durch. Wieder Raben oder so. What the hell? Careful. We've got company. Hier hat jemand ein ganz schönes Massaker angerichtet. Wer auch immer hier war, der hat auf jeden Fall nichts Gutes hier angestellt. Was zum? Die Lickers. Kaffee, die habe ich gerade noch gebraucht.
Wir haben auch bei Resident Evil 2 große Probleme angestellt. Was zum... Die denn her? Ja, ich würde das so nicht sagen. Barrikaden angeht, würde ich bei Call of Duty Zombies lieber nicht sagen. Jetzt kommt die hier auch noch. Jetzt zieh dich. Gehirnvieh. It's not safe here anymore. Bereit. Anytime. Vorsichtig. They got this place too. Ja, scheinbar haben sie die ganze Station jetzt hier überrannt. Wir sind wohl zu spät. Oh, und da rechts befindet sich der Speicherraum. Ob wir noch da hin können. Oh, da wird er schon. Nice. Da vorne befindet sich der Spindraum, das weiß ich noch. Ein weiteres Umbrella-Logo, sehr schön. Wie gesagt, das Spiel gibt es nicht, also damals gab es dieses Spiel nur für Wii, genau wie Umbrella Chronicles. Aber dann hat Capcom das erweitert und es gibt jetzt das auch mittlerweile für PlayStation 3 und Xbox 360, soweit ich weiß. Es gibt sogar ein Chronicles Collection, also wo man Darkseid Chronicles und Umbrella Chronicles bekommt, zwei für einen Preis. Das Problem ist aber... Umbrella Chronicles ist indiziert. Also das bedeutet, wenn ihr auch diese Collection kauft, dann bekommt ihr nur Darkseid und nicht Umbrella. Wie gesagt, ich hoffe, dass Umbrella Chronicles von der Liste weggenommen wird und die dann öffentlich gemacht wird. Weil, wie gesagt... Weil Umbrella Chronicles ist genauso wie Darkseid und ich finde, dass es jetzt gut wäre. Weg von hier. Nicht schlecht, Claire. There she is. It's too dangerous. Come back. Why does she keep running away from me? She's just scared. Let's see these. So schnell hier reingekommen, meine Güte. Wow. Steh auf, Leon. Keine Zeit jetzt da links. Ich hab dich erwischt, hallo? Ja toll, jetzt haben wir die verloren. Sie ist nicht hier, either. We'll find her. Hoffentlich.
Wie sieht es da mit Marvin aus? Marvin, did you see a little girl go past here? Wait, there's something wrong with him. Oh God, he's dead. Oh! Hä? Was zum... Mein Wii-Controller hat gerade nicht so gut funktioniert. Was zum Teufel? Ich hoffe, die Batterien sind nicht alle. Oh, hi. Wie geht's dir? Tja, wir sind wohl zu spät. Sorry, Marvin. I'm sorry too. But there's nothing we can do. Right now, we've got to find that girl. Whoa! Marvin! Ich hab's auch erwischt. Him too. Ja, sorry, wir haben keine andere Wahl. Sorry, Marvin. I'm sorry it turned out like this. Sobald man infiziert ist, gibt's nur einen Weg. Sorry. Oh, Rang S. Nice. Ich dachte schon, wir kriegen gleich wieder Rang A oder so. Blitzen Leon. Zombie-Schütze. Schützenfest. Was können wir upgraden? Kapazität wäre gut. Und Mannstoffwerbung. Dankeschön. Gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Resident Evil Darkseid Chronicles. Bleibt dran. Es wird weitergehen.